Freunde des einfachen Lebens, herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal, Your Own. Das Leben ist feudal, dein eigen. Wir sind hier natürlich noch unterwegs und wollen hier unsere große Stadt Schlapphausen errichten. Episch soll sie werden. Und wir haben jetzt in der Zwischenzeit zwischen der ersten Episode und nun ein bisschen erste Erfahrung in dieser Welt gesammelt. Das zeigen wir euch auch mal. Hier mit L sieht man seine Skills. Da haben wir auch ein bisschen gelevelt. Und nun, was haben wir vor? Darauf möchte ich als erstes erstmal eingehen. Hier sieht man schon irgendwie so einen kleinen Schattenfleck. Hier wird auch so ein bisschen die Hafenstadt. Hier werden die ärmeren Leute leben. Und hier habe ich in der Zwischenzeit so den ersten Baugrund hingemacht. Hier sieht man das. Eine 4x4 Fläche braucht man. Ich zeige auch mal, wie man sich das anzeigen kann, dass alles richtig ist. Da geht man nämlich auf Terraforming und Observe. Und dann sieht man hier, aha, 4x4, also wenn das nicht mehr hier so geriffelt ist oder so gepunktet, dann ist das okay. Oder grün umrandet, so kann man es auch erkennen. Und hier hinten, hier bin ich schon angefangen, hier bauen wir so einen größeren Ofen, so eine Kochstelle. Und hier in die Richtung will ich dann noch weitere Häuser und vielleicht auch in die Richtung. Wie gesagt, hier so die erste Etage sollen so ein bisschen die ärmere Leute werden. Da hinten auf dem Berg wollen wir später eine Burg bauen. Da hinten ist der gute Darkbuff, der natürlich auch mit dabei ist. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Der möchte da erstmal so ein kleines Feld hinbauen. So wie, was brauchst du da sonst noch? Einen Ofen hast du da gebaut? Genau, einen Ofen, damit ich nachher Eisen schmelzen kann. Und mit dem Eisen, was ich dann geschmolzen habe, also quasi durch diesen Schmelzprozess gewonnen, werde ich dann weitere Waffen und neue Werkzeuge herstellen, die dann natürlich besser sind als diese Steinwerkzeuge, die wir im Moment haben. Genau. Die hatten wir ja schon in der letzten Folge einmal hergestellt für euch. Und ja, so entwickelt sich das dann halt, dass wir dann als nächstes jetzt Eisen bekommen und mit dem Eisen dann bessere Häuser bauen und bessere Waffen, bessere Ausrüstung. Und so entwickelt sich das dann natürlich, das Ganze. Genau, einfache Leben. Wir wollen aber hin zum Reichtum. Momentan sind wir noch beim einfachsten Leben überhaupt. Und ich habe gehört, du brauchst noch ein bisschen Holz. Hier sieht man übrigens noch, dass es eine Alpha-Vision ist. Der gute Darkboft hat gar keinen Unterkörper mehr. Das ist ein schwebendes Etwas. Ja, du hast keinen Unterkörper mehr bei mir. Ich sehe bei mir alles komplett, also. Ja, schön. Bei mir selbst sehe ich aber auch keinen Unterkörper mehr. Vielleicht habe auch einfach ich das Problem, dass nur noch Unterkörper davon gewichen sind. Das knistert hier ja schon ein bisschen. Kommt das jetzt hier vom Ofen oder ist das hier wieder so ein Bug? Auf jeden Fall, genau. Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen Holz für den Darkboft sammeln, und zwar Feuerholz, bevor wir uns dann daran machen, später besseres Werkzeug herzustellen. Und davon brauche ich ganz dringend von dem Darkboft Kupferbarren. Und da hat er mir gesagt, der macht da mir jetzt auch welche. Oh ja. So, und jetzt sieht man gleich sehr schön. Wir sind jetzt hier nämlich Level 6 gewesen, habt ihr schon gesehen. Bei Carpentry, also Herstellung, Holzverarbeitung. Und daraus, jetzt immer wenn ich was herstelle, steigt dieses Level, jetzt seht ihr 8, aha. Und bei 30 kriege ich dann den nächsten Baum oder die nächste Fähigkeit freigeschaltet. Und das ist in diesem Fall ja Bögen. Und ich denke mal, das werden wir recht schnell hinbekommen. Wir haben allerdings, also zwischen der ersten Episode und 3 Stunden danach, haben wir alles so auf den Grundeinstellungen gelassen. Einfach mal zum Schauen, hey, wie lange braucht man denn mit diesen Grundeinstellungen, um die Sachen freizuschalten, zu leveln. Ihr seht, wir haben einiges geschafft. Und da haben wir wirklich 3 Stunden für ein bisschen was gebraucht. Und anschließend haben wir das auf, glaube ich, Stufe 3 hochgestellt, oder? Ja, genau. Wir haben die Rate ein bisschen hochgestellt, dass wir ein bisschen schneller leveln. Und was wir auch noch hochgestellt haben, sind die Tiere. Richtig. Und das werden wir gleich auch nochmal machen. Da werden wir gleich nochmal ins Jagen gehen. Schauen wir mal, ob ich den Baumstamm jetzt schon... Genau, den kann ich jetzt auch schon bearbeiten. Oh, das brodelt jetzt ja richtig schön. Oh, hier brodelt's. Sieht aber weniger wie so ein Metallverarbeitendes aus, als ob du deine Suppe kochst. So hört sich das ein bisschen an. Aber mal schauen, wann ich meinen ersten Kupferbarren bekomme. So, ich muss auch mal hier gerade ins Inventory gleich schauen. Aber erstmal machen wir noch ein bisschen Holz für den Darkboft. Das legen wir ihm dann dahin. Und dann gehen wir gleich weiter. Ja. Und was machen wir dann da Schönes? Wie gesagt, dann werden wir mal ein bisschen jagen. Oh, ich bin schon voll. Ich bin voll, ich hab gesoffen. Nein, natürlich nicht. Ich bin natürlich voll mit Sachen, die ich hier im Inventar habe. Was mir natürlich gerade nicht angezeigt wird. So, hier. Dann tun wir mir noch mal ein bisschen Holz dahin. 15, das reicht, glaube ich, erstmal, oder? Und hier kann man jetzt mal sehen, das ist aber eigentlich der Hammer, oder?
Genau, damit muss ich eigentlich neue Sachen herstellen können. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Gut, das werden wir gleich herausfinden. You cannot do anything with this object. Ja, das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Hinweis. Ich glaube, da sind wir beim letzten Mal schon drauf eingegangen. Es gibt hier unheimlich viele Fähigkeiten. Und selbst mit erhöhtem Level braucht man für alles seine Zeit, bis das gelevelt ist oder gelevelt hat. Darum der ganz wichtige Hinweis, teilt euch das untereinander auf, wenn ihr einen Server macht oder wenn ihr das Ganze spielt. Sagt, hey, ich mache hier zum Beispiel die baumverarbeitenden Sachen, der nächste macht hier Bauen, da macht einer, also auch Terraforming ist damit drin, da macht hier einer ja Pflanzen und ähnliches, dann kann noch einer Tränke machen und dann hat das auch einigermaßen Sinn. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut an diesem Spiel, weil dadurch ist man halt auch wirklich gezwungen, miteinander zu spielen. Bei anderen Spielen hat man das nicht unbedingt, da kann man alles skillen und im Endeffekt, gut, man braucht länger, man hat vielleicht nicht ganz so viel Spaß, aber es funktioniert. Und das ist hier absolut nicht so. Also natürlich, im Endeffekt kann man hier 3 Monate dran sitzen und dann hat man auch alles selbst gemacht. Hat man da Lust drauf? Ich denke eher weniger. Darkboft, aber wie sieht's aus? Wollen wir nochmal jagen gehen? Ich bitte dich um eine Sekunde. Eins. Ich habe gerade ein bisschen zu viel Zeug dabei. Kein Problem. Hast du schon den ersten Kupferbarren hergestellt? Nee, das ist es ja. Ich bin gerade ein bisschen zu überladen. Okay. Ich muss erst ein bisschen Zeug wegbekommen. Dann könnten wir vielleicht in der Zeit ein bisschen Hartholz verarbeiten. Das brauche ich nämlich nachher noch für meinen ersten Ofen, den ich da bauen will, sowie für viele Werkzeuge, die ich herstellen möchte. Jetzt ist die Frage, wo war das? Also ich habe hier schon Hartholz geschlagen, also gerodet den Wald, aber das liegt hier irgendwo, keine Ahnung mehr wo, ist auch nicht so schlimm. Da machen wir einfach den nächsten. Was macht er denn jetzt? Das wollte ich nicht jetzt. Durchsucht er den Baum entweder oder er guckt sich, hey, was hat dieser Baum wohl zu bieten? Nee, hat ihn wohl durchsucht. Dann schlagen wir den mal. Mal schauen, was hierbei rumkommt. Und nee, das ist doch Hardwood. Also Hartholz. Und daraus machen wir jetzt erstmal ein Bild. Also so kleine Stücke, die wir dann weiterverarbeiten können. Und daraus können wir dann hier gleich hier so Pionen machen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau das hier sein sollte. Keine Ahnung, was sich Entwickler sich gedacht haben. Schauen wir gleich. Und zwischendurch kann ich hier nochmal zeigen. Wir sind schon Level 18. Also es geht ja auch gerade mit Hartholz. Geht das natürlich auch extrem schnell, weil es ein bisschen härter ist, weil man da auch höhere Level für braucht. So, und dann haben wir gleich Level 30 erreicht und dann können wir uns unseren ersten Bogen herstellen. Ich hoffe ja, hast du mir eigentlich jetzt einen Bow... Nee, hast du mir noch gar nicht hergestellt. Du hast aber jetzt einen Ofen. Du musst mir gleich noch was herstellen. Habe ich dir das schon gesagt? Das habe ich jetzt endlich verstanden, nachdem ich... ich komme eben zu dir, weil das ja. Brodeln, das ist enorm laut. Okay. Also... Ich habe ja Feuerholz, sowie mein Copperohr, also mein Kupfererz, in den Ofen reingetan. Ja. Jetzt ist gerade das Kupfererz dabei zu schmelzen. Da sieht man so einen kleinen Balken. Ich würde dich mal bitten, an den Ofen zu gehen, damit die Zuschauer das auch sehen. Das Problem ist, ich kann mit dem Objekt nichts machen, weil ich nicht gelevelt habe und ich kann es mir nicht mehr anschauen. Ah, schade, schade. Ich war da ja schon bei gerade. Das werden die Zuschauer bezeugen können. Immer nur am Looten. Nein, ich war natürlich nur, um den Leuten das zu zeigen. Hey, du weißt, dass ich nichts loote, was anderen Leuten gehört. Also, bitte hier, mein Freund. Darum gehst du jetzt natürlich auch an beide Sachen. Außer natürlich, wir können die Sachen gebrauchen. Dann nehmen wir, was wir kriegen können. Ist doch klar. Ich bräuchte wohl gleich nochmal ein bisschen Feuerholz von dir. Du, ich bin gerade dabei, nämlich dir was hier reinzutun. Ah, okay, ich seh's. Also kein Feuerholz, das habe ich schon reingetan, sondern die Knochen, 50 Stück. Daraus kannst du mir bitte, wie gesagt, dieses Bone Glue, also diese Baummischung, Knochen irgendwas, Mischung machen, wahrscheinlich irgendwie zermahlenen Knochen mit Wasser in irgend so ein, keine Ahnung, was das sein soll. Du wirst das schon herausfinden. So, wir müssen nochmal 6 Level weiter leveln, damit wir gleich nämlich schön was machen können. Ganz klar, wir wollen natürlich gleich unseren ersten Bogen herstellen. Ich hoffe, dafür haben wir dann auch gleich genug Materialien. Aber das kriegen wir schon heraus.
So, jetzt schauen wir uns nochmal. Ich weiß, es ist immer noch nicht so mega spannend, aber am Anfang ist es halt doch so, dass man viele Sachen sehr langarmig machen muss, auch wenn man die Level ein bisschen hochstellt. Wir haben uns überlegt, hey, wie weit wollen wir vorspielen? Wir wollten jetzt auch nicht so weit vorspielen, dass ihr später da steht und denkt, okay, wie ist das jetzt alles zustande gekommen? Ich will jetzt mein eigenes Spiel machen. Wie funktioniert das alles? Und irgendwie bringt ihr mir gar nichts bei. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Ja, das wäre es auf jeden Fall. Jetzt kriegst du sogar Hartholz. Mal schauen, ob das ein bisschen länger brennt. Also mein Ofen ist schon relativ... Schon relativ voll. Da okay. Ist relativ viel Kupfer drin. Und eigentlich noch genug Baumstämme. Okay. Über dem Kupfer, wie gesagt, hat sich jetzt ein kleiner Fortschrittsbalken aufgetan. Und ich denke mal, das ist jetzt das Zeichen dafür, dass das Zeug schmilzt. Sehr also schön. Ich kann jetzt hier so einen Blaseball quasi benutzen. Okay. Damit treibe ich das dann so ein kleines bisschen an, das Feuer. Ja, also ich bin schon gespannt, was wir da gleich rausbekommen. Du weißt, ich warte sehnlichst auf Kupferbarren. Weil ohne kann ich nicht wirklich weitermachen mit dem nächsten Werkzeug und ähnliches. Ich hoffe, du kannst deinen Kupfer auch bekommen. So, und da habe ich das erste wieder freigeschaltet oder nächstes Level, eine nächste Errungenschaft freigeschaltet. Man sieht es hier, Carpentry habe ich jetzt abgeschlossen bis Level 30 und jetzt kann ich... Ja, Bögen, also hier Armbrüste herstellen. Und am Ende kann ich dann noch was anderes machen, also Waffen herstellen. Aber schauen wir uns jetzt erstmal das an. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Werkzeug das nochmal ging. So. Moment. Wir suchen uns hier gerade erstmal einen Stock raus. Ich habe das nämlich schon einmal gesehen, dass sowas funktioniert. Oh, jetzt haben wir... Get a Sprout. Also ein Setzling suchen wir uns gerade. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber egal, ich möchte die Aktion jetzt nicht abbrechen. Wir brauchen natürlich einen Branch. Snap a Branch. Also brich dir einen Ast ab. Was übrigens noch ein bisschen schade ist. Ich weiß auch noch nicht, wie wir uns so richtig heilen können. Dafür haben wir eigentlich auch... Da fehlt uns jemand. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Wir haben eigentlich niemanden, der uns hier die Heilmittel herstellt. Da hatten wir mal jemanden und der hatte nicht ganz so viel gefallen an diesem Spiel. Schade, aber so ist das manchmal. Und auf jeden Fall, ja, man sieht, ich habe da irgendwie so einen roten Punkt auf meinem Torsus. Und den hätte ich ja schon mal gerne weg. Und ich gehe davon aus, dass ich den da habe, weil ich so ein bisschen verletzt bin, weil ich schon mit so einem Wolf gekämpft habe. Ich natürlich als alter Haudegen. Aber mal schauen. So, jetzt haben wir hier nochmal primitives Werkzeug. Fishing. Hast du den Zuschauern auch schon mein Feld gezeigt? Du meinst dieses komische Etwas, das zeigen wir gleich nochmal. Okay. So, nee, also ich kann ein ja... Ein großartiges Feld. Ich weiß nicht mehr, wie ich einen Bogen herstelle. Wir haben auch noch nicht wirklich herausgefunden, wie man eine Torch, also wie man dieses komische Kredenz, diese komische Kredenz hinbekommt. Ich schätze mal, auch dafür braucht man hier unseren Kollegen, der hier mit den Kräutern experimentiert. Den wir leider nicht haben. Vielleicht ist ja einer von euch da draußen bereit, Kräuterexperte zu werden. So. Was braucht dich denn nochmal? Ah, hier, mit Messer. Bowcraft. Simple Bow. Also einen Bogen kann ich herstellen. Davon brauche ich hier 20 davon und einen Stock. Das ist also nicht das Problem. Und dann müsste ich hier noch Pfeile herstellen. Und dafür bräuchte ich Federn. Und ich habe keine Ahnung, wo ich Federn herbekomme. Die Frage ist, vielleicht kann ich hier auch hier mit diesem Bolt schießen. Ja, da stelle ich mir einfach mal welche von her. Ich meine, wir haben gerade Hartholz. Machen wir das einfach mal so. Und dann suchen wir uns hier gleich noch ein bisschen hier Fiber. Also geflochtenes Gras. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Oh, das sieht gut aus. Aber eigentlich Bolt müssten doch Bolzen sein, oder? Ja. Die Frage ist, kann ich Bolzen mit meinem Bogen abschießen? Also, ich glaube ja nicht. Aber egal. Probieren geht überstudieren. Und ich habe doch eigentlich... Jo, ach so, zwei brauche ich nur. So, mir fehlt genau das. Also ich habe genug Materialien. Und dann schauen wir doch jetzt mal.
Ach, hier, hör doch mal auf hier. Ich will nur von jedem einen. Der will mir mal 5000 herstellen. Also ich habe jetzt 30 Bolzen. Komisch, dass ich dafür nichts weiter brauche, obwohl das auch so aussieht, als ob da eine Feder verbaut wurde. Wie kriege ich denn jetzt hier das Ding? You can't equip that. You need a minimum null of both mastery skill to equip them item. That item. So, wo ist denn dieses so Bogen? Schwierig. Crossbow Mastery. Truing Weapon. Leather Armory. Also muss ich jetzt ganz bis da vorne leveln. Die haben noch nicht mehr alle. Moment, ich guck mir nochmal an, wie diese Eigenschaft heißt. Ja, manchmal entdeckt man halt Bows Mastery. Ne, das ist aber hier Crossbows Mastery. Irgendwo muss doch hier auch Bogenschießen sein. Und das kann doch nicht hier gleich Level 50.000 sein. Maximum of American. Can we. So, also das ist doch jetzt hier wohl ein Scherz, oder? Also das kann nicht sein, dass ich nach da kommen wird. Bows Mastery. Das ist ja noch. Das ist ja nach Crossbow. Not implemented. Nicht implementiert. Ja, das ist. Na super, Leute. Jetzt habe ich hier einen Bogen hergestellt. Für was? Für nix. Ich meine, und wie sollte ich da hinkommen? Also ich habe hier diese komische Schleuder. Ja super, dann kann ich das weglegen. Und ich dachte, wow, super, gleich mit so einem Bogen schießen, voll Imba sein. Und doch Pustekuchen. Ja, hier ist übrigens das Beet. Also texturtechnisch ist das noch ein bisschen schwierig, kann man sagen. Man sieht vielleicht diese komischen Flecken auf dem Boden, das sollen die Setzlinge sein. Also da müssen die Entwickler wirklich noch was machen. Also das Gras an sich, damit bin ich zufrieden. Gut, durch die Weitsicht oder die geringere Weitsicht, die ich da schätze mal, die kann man noch ein bisschen hochstellen. Sieht das in der Weite natürlich auch immer ein bisschen gerade aus, aber das ist, das stört mich eigentlich weniger. Aber dass sowas wie Setzlinge nicht vernünftig, ja, eine vernünftige Struktur haben, das ist echt schon ein bisschen nervig. Oder wie siehst du das? Ja. Also da muss man. Traurig. Ja, also, da müssen sie noch ein bisschen. Ist ja noch alles Alpha-Status. Ist genau. Ja noch alles relativ früh. Und das sieht man ja nicht nur, sondern das hört man ja auch sogar. Ich meine, viele Geräusche haben nicht unbedingt jetzt so den großen Abwandlungswert. Wenn man zum Beispiel hier auf dem Gras rumläuft, das hört sich an, als ob... Du meinst auf dem Sand? Ja, Entschuldigung, auf dem Sand, nicht auf dem Gras. Ist nicht so schlimm. So, jetzt kann ich mit den coolen Sachen, die ich mir gerade gecraftet habe, gar nichts anfangen. Ärgerlich. Echt ärgerlich. Ja, du tust so, als ob das nicht ärgerlich wäre. Das ist mega ärgerlich. Ich habe mich da jetzt ein bisschen drauf gefreut, gleich so ein bisschen auf die Jagd zu gehen mit meinem neuen Bogen. Das macht mich jetzt traurig. Komm, aber wir gehen trotzdem auf die Jagd. Das Ding muss eh noch ein bisschen vor sich hin werkeln. Okay, dann lass mich noch eben mein Messerchen ausrüsten. Messerchen? Ich habe mir Messerchen ausgerüstet. So, warte, ich muss hier meine Schleuder mal zu greifen bekommen. Das ist übrigens auch, da haben wir ewig drauf gebraucht. Wir hatten eine Schleuder und wir hatten die passenden Steine im Inventory. Pustekuchen, du musst die Steine auch ausgerüstet haben, sonst funktioniert das nicht. Klingt komisch, ist aber wirklich so. Ne? Ist echt ein bisschen nervig. Wir haben da, wie lange haben wir da dran gesessen? 5 bis 10 Minuten Minimum. Ich glaube eher so ja, 20 Minuten. Und wie man da so stand und dann diese Schleuder-Ammunition hatte und, warum, und sich gedacht hat, wow, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Und ja, dann hat es nicht funktioniert, weil war halt so. Weil wegen darum. Genau. Und meine Puste ist jetzt ständig weg. Wo bist du denn? Ich bin wieder bei meinem Brennofen gewesen. Ich habe noch ein bisschen Holz nachgeschmissen. Ja, dann komm mal schnell hier hin, denn wir wollen gleich los. Lass die Zuschauer nicht warten. Wobei die eh noch ein bisschen warten müssen. Genau genommen bis in 3 Tagen. Denn hier sind wir schon wieder am Ende einer Episode. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn es noch ein bisschen langarmig war. Auch wenn ihr nicht so viel gesehen habt. Aber beim nächsten Mal geht es ja mit ein bisschen Action los. Und ich kann euch versprechen, bei der ersten Jagd sind wir jeder einmal gestorben. Mal schauen, wie es diesmal ausgehen wird. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.